Während das Lincoln College, eine Schule der freien Künste, mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, war die Cyberkriminalität der letzte Nagel im Sarg des College. Das College, das 1865 gegründet wurde, hat viele Herausforderungen wie die Wirtschaftskrise von 1887, einen großen Brand auf dem Campus im Jahr 1912, die spanische Grippe von 1918, die Große Depression, den Zweiten Weltkrieg und die globale Finanzkrise von 2008 gemeistert. Die moderne Kriminalität in Verbindung mit der Coronavirus-Pandemie war dann jedoch zu viel. In einer Mitteilung auf der Website der Schule heißt es, dass das Lincoln College im Dezember letzten Jahres Opfer eines Cyberangriffs wurde. Der Vorfall vereitelte die Zulassungsaktivitäten und verhinderte den Zugang zu institutionellen Daten. In der Erklärung heißt es, alle Systeme, die für die Rekrutierung, Bindung von Studenten und das Fundraising benötigt werden, waren nicht funktionsfähig. Glücklicherweise wurden keine persönlichen Daten preisgegeben. Nachdem die Dienste wiederhergestellt waren, bemerkte die Verwaltung der Schule einen erheblichen Einschreibungsrückgang, der eine beträchtliche Finanzspritze erfordert hätte, um sich über Wasser zu halten. David Gerlach, Präsident des Lincoln College, sagte, das Lincoln College dient seit mehr als 157 Jahren Studenten aus der ganzen Welt. Der Verlust von Geschichte, Karrieren und einer Gemeinschaft von Studenten und Ehemaligen ist immens. Das College hat unermüdlich daran gearbeitet, seine finanzielle Lage durch Spendenkampagnen, den Verkauf von Vermögenswerten, die Konsolidierung von Mitarbeiterstellen und die Erkundung anderer Alternativen zu verbessern. Leider haben diese Bemühungen nicht dazu geführt, dass das Lincoln College angesichts der Pandemie langfristig überlebensfähig ist.